Degas painting was set at $420,000, and another record for a Degas sculpture was set at $380,000. In the top story at this hour, the American dollar has rebounded somewhat on foreign exchanges. That the rest that appears only temporary in Europe's monetary crisis. U.S. money, with which the markets were bombarded yesterday, is reportedly in short supply as speculators rush to cover the dollars they've been selling for a week without owning them. That completes a summary of late world news compiled and edited in the AFN newsroom from the wires of the AP and UPI. Our next report at 15 hours. Here she comes, the booked out of train in Europe, the Berlin duty train. Hello, Berlin duty train. Tonight? Sorry, all booked out. No, there have been no cancellations. If you have a reservation you can't keep, call the duty train booking office and cancel out. Give somebody else a chance to fill that seat to Berlin. Don't be an old joke. That's the sounds of music, the Herman Griffith Show! Ich sagte, er hätte blödsinnig lange Haare. Und fragte, woher er gewusst hätte, dass ich an diesem Tag entlassen wurde. Woher hast du gewusst, dass ich heute rauskomme? Er hätte es von meinem Rechtsanwalt erfahren. Ob es keine Heizung gäbe in diesem Wagen. Fragte, wohin fahren wir eigentlich? Jonas will ich sehen. Ich sagte, dass ich mit der alten Geschichte nichts mehr zu tun haben wollte. Dass Jonas verrückt sei. Ich wüsste genauso wenig wie sie, wo das Geld sei. Ich wollte mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ich hätte meine Zeit abgesessen und niemanden verpfiffen. Ich weiß nichts, verstehst du? Conducted a field activities day with the German Army's 120th Pioneer Company from Amberg. It was Project Partnership from Amberg to Bomberg. Adventures in good music. Ich sagte, stell doch eine andere Musik an. Oder dreht das Radio wenigstens leiser. Discussed informally by the Director of Fine Arts for WJR Detroit.
Karl Hahn. Ich bat ihn, am nächsten Zigarettenautomaten zu halten und mir ein Maßstück zu geben. How can I go on? Wonder what I did wrong? Can it be too much to ask? Da vorne. Will I find someone to take the place of three? Will I wait till the summer comes along? Oh Lord, tell me what could I done wrong? Can it be that you never wanted to break some poor mortal's heart? Viertelstunde habe ich Platten in die Musicbox gefüllt. Immer noch beschwerte mich, dass immer noch die italienischen Platten in der Musicbox liegen. Der Automat speichert halt. Ich hätte schon vor einer Viertelstunde andere Platten gedrückt. Thank you.
Können Sie Musik etwas lauter machen? When she goes about in the red blue jeans, she's the queen of all the routine. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so many. Before the blue, she knows. Before the blue, I don't know. Before the blue, kann ich das Telefon haben? Und stellen Sie die Musik bitte etwas leiser. Spart sie mir 50 Pfennig zu wechseln. Ich will nur einen Groschen. Es hat sich niemand gemeldet. Kann ich machen. Wo bist du denn jetzt? Der Sheriff schießt ihn noch nach und trifft dann den Wassersack und dann sagt ein anderer, jetzt hast du daneben geschossen, und er sagt, ich habe schon getroffen. Und die fliehen dann über eine Wüste und dann finden sie dort einen Siedlerzug, der überfallen ist, und es lebt nur noch
eine Frau, die hat gerade ein Kind gekriegt und stirbt dann noch und dann nehmen die drei das Kind damit und es ist ein Buch dabei, wie man ein Säugling pflegen muss, ein Säuglingsnahrung auch und dann sehen die da, wie sie da zurechtkommen mit dem Kind und am Schluss ist nur noch der Wayne übrig und der kommt dann mit dem Kind in eine Stadt, die heißt Neu-Bethlehem oder Neu-Jerusalem und Bibel kommt auch immer noch vor dazwischen und am Schluss, wie der Wayne mit dem Kind in die Stadt kommt, da steht dann noch ein Stern drüber und das ist wie wenn also jemand oder der Ford mit jemandem Spaß gesagt hätte, wie machen wir es jetzt, dass der John Wayne plötzlich was mit den Heiligen Drei Königen zu tun hat. Das ist so ähnlich und plötzlich hat er dann was damit zu tun und das ist ganz klar. Das ist wie in Hatari, wie wenn die sich gesagt hätten, wie machen wir es jetzt, dass der, also der Wayne muss vorkommen und muss einen Vogelkäfig über den Kopf haben, aber es muss ganz ernst sein, es darf nicht komisch sein. Und da haben sie dann auch was gefunden, wie das geht. Ich sagte, dass ich Lust hätte, ins Kino zu gehen. Welchen Film wollen Sie sich denn anschauen? Ich weiß nicht. Am liebsten einen alten Schwarz-Weiß-Film. Ich mag jetzt keine neuen Filme sehen. Man könnte in Alphaville gehen.
Fahren Sie mich für 20 Mark spazieren. Ich sagte, er soll nicht für 20 Mark spazieren fahren. Weit raus. Landsberger Straße weit raus. Die Landsberger Straße weit raus. There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can't sleep at night thinking about it. I'm thinking all the time. There's too much on my mind. It seems there's more to life than just to live it. There's too much on my mind, and there is nothing I can say. There's too much on my mind, and there is nothing fragte ihn, ob hier nicht das Augusta-Kino gestanden hätte. Er erzählte, dass sie vor kurzem einen Supermarkt draus gemacht hätten. Auch das Kristall und die Filmburg hätten zugemacht. Die Filmburg wäre jetzt ein Geschenkbazar. Thank you.
lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. Tage bei ihr wohnen? Ja, sofort jetzt auch. Es geht, ja. Du, ich glaube, ich muss mal. Straßenbahn kommt, ja? Tschüss. Komm gleich. Bist du nicht sehr müde? Nein, ich bin nicht müde. Kannst du eine Platte auflegen? Ja, gerne. Ich möchte noch ein bisschen lesen. Hast du keine Kriminalromane? Der Schlechte von Dead End von Chase. Das Buch liegt nebenan. Ich hole dir auch eine Decke. County.
hier. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ist das der Fernsehapparat, der diesen Pfeifton macht? Ja. Warte, Sie treffen. Ich sagte, dass ich diese neuen Platten alle nicht mehr kennen würde. Ob sie denn keine Platten von den Kings hätte.
trucks. Give it to me, any way that you want me. I want you, the night of the long grass. Night of the long grass. Ich möchte dich hören. Hast du gut geschlafen? Um 7 Uhr hat der Pressluftbohrer unten angefangen. Ich bin dann nicht wieder eingeschlafen. Ich sagte, dass ich unter Umständen nach Berlin ging. Ich sagte, dass in Berlin Ecke Kurfürstendamm Bleibtreustraße ein Haus abgerissen worden wäre. Ein graues, fünfstöckiges Haus. Es waren ziemlich viele Leute da und zwei große Bagger. Es war spät nachmittags, ein dunkles Licht, der Himmel war blau, obwohl es November war. Über der Abbruchstelle war der Himmel in einer senkrechten Linie zweigeteilt. Auf der linken Seite war es blau, auf der rechten Seite ging eine graugelbe Wand von Staub und Qualm hoch, die sich bis zum Horizont erstreckte. Ich sagte, dass der Himmel fast so blau gewesen wäre wie an diesem Tag, ein bisschen schwerer noch.
bisschen stärker, noch schwerer vielleicht. Ich bin gestern Nachmittag um 5 Uhr mit einem Taxi in die Stadt gefahren. Wegen des dichten Verkehrs mussten wir an sehr vielen Ampeln halten. Zweimal habe ich dabei Autofahrer beobachtet, die in den Wartezeiten schnell eine Tablette geschluckt haben. Hallo? Ja, der ist da. Einen Moment mal. Hanns? Hanns? Jonas oder so ähnlich. Ich muss sofort weg. Schenkst du mir die Trucks? Das Buch nehme ich auch mit. Thank you.
Nein, der ist nicht mehr hier. Er ist vor einer Stunde weggegangen. Er hat etwas erzählt von der Schweiz. Ich glaube, er wollte sich ein Auto mieten. Kannst du ganz schnell mit dem Auto vorbeikommen? Ja, das ist ganz wichtig. Okay, tschüss. Kennst du die Leute hinter uns? Die müssen wir loswerden. Okay.
Der Chevy ist zu dick. Wo willst du jetzt weitersuchen? Irgendwo in der Gegend, wo er früher gewohnt hat. Wo fahren wir jetzt hin? Am besten gleich zum Flughafen. Ich habe für dich gebucht, um 16.15 Uhr mit der Pan Am nach Berlin. Nach Berlin, das ist gut. Ich sagte, dass ich noch gerne in München ins Kino gegangen wäre. In Berlin würden selten gute Filme laufen. In München wären die Kinos auch schöner. In Berlin gäbe in Berlin, in der Nähe meiner ehemaligen Wohnung, eine Tankstelle mit dem Firmenzeichen Amoco. Ich sagte, dass ich mich beim ersten Mal sehr erschrocken hätte, als zwischen den Altbauten plötzlich das Wort Amok auftauchte. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Erst als ich einen halben Meter weiter ging, war das ganze Schild sichtbar. Ich hätte sonst nirgendwo mehr Amoco-Tankstellen gesehen. Dass es wahrscheinlich eine italienische Marke wäre. Das Firmenzeichen sei ein Oval mit einer blauen Schrift auf rotem Grund. Oder einer weißen Schrift auf einem blauen und roten Grund. Confusion never told.
Sonntag, aber so sicher möchten wir den BMW und das ganze Flugzeug locker angeschnallt zu sein. Auch wenn die Zeichen später dann Frieden erlöschen sollten. Sie können jetzt gerne rauchen, wenn Sie möchten. Eine Sprecher befindet sich in der Armee Ihrer Sitze. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your company safety, let you continue to wear your seatbelt so they can. Even though the service from the fuel may be turned off later on. You may smoke now if you wish, and the ashtray is located in the armrest of your seat. Thank you. We'll be right back.
Der Sturm plötzlich aufhörte, war kein Mensch auf der Straße, kein einziges Auto auf dem Kurfürstendamm. Und dann sind mit ungeheurem Getöse die Schneepflüge und Schneeräume angerollt und haben die Straße freigemacht. Kaum ein Auto da gewesen. Wahnsinnigen Lärm und viel Gestöber haben wir den ganzen Schnee weggeschmissen. Die Stadt war wie ausgestorben am Nachmittag. Kannst du die Platten noch mal auflegen, das letzte Stück? Hm. Thank you.
I'm
Du hattest doch immer so gerne Portwein. Ob sie damit gerechnet hätte, dass ich sie besuchen würde? Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich sagte, ein Jahr in Stadelheim. Das müsste sie doch wissen. Man müsste das ganze Jahr, das man drin war, erzählen. Ein Jahr lang erzählen. Ein Jahr Gefängnis, ein Jahr erzählen. Die ganze Geschichte fällt einem immer nur stückweise ein. Man glaubt, man hätte mit den Leuten, die man im Gefängnis trifft, etwas Gemeinsames. Man möchte mit ihnen reden und dann merkt man, dass die Leute das gar nicht wollen. Im Hof war man zusammen und auch wieder nicht zusammen. Jeden Tag gibt es einen Rundgang. Im Sommer ist das besonders schlimm. Auf der einen Seite ist Schatten und auf der anderen Sonne. Auf der Sonnenseite drängeln sich alle und auf der Schattenseite gehen sie schnell und stoßen sich fast vorwärts. Schubsen sich fast ein bisschen und... Da bist du aber das Glas, bitte. Ja, und dann... wenn sie in die Sonnenseite kommen, gehen sie ganz langsam plötzlich. Zuhälter, die Leute, die du nie früher gekannt hast, die von Nutten erzählen, mit denen sie unheimlich Geld machen, sagen, du sollst auch in den Job einsteigen, das wäre das Beste, weißt du überhaupt nicht, was es soll. Du musst trotzdem mit ihnen reden. Also komisch ist, dass diese Leute, die da so einem dauernd aufschwatzen wollen, was man später machen soll, hat wirklich keine Ahnung, was man tut, unheimlich stabil sind. Das sind die größten Händler, so richtig kleine Geschäfte entwickeln sie auch mit Tabak vor allem, das Begehrteste. Zigaretten habe ich sowieso nie gehabt. Ich sagte, Zigaretten hätte ich sowieso nie gehabt. Ich hätte viel zu viel geraucht. Bereits um 12 wäre der ganze Tabak schon wieder weg gewesen. Dann hätte man 8 Stunden rumgesessen und auf neue Zigaretten gewartet. Hier hat man sie vor sich liegen und denkt nicht mehr darüber nach. Man müsste vielleicht noch was drüber schreiben oder mit jemandem reden. Die ganze Sache erzählen, zu Ende erzählen. Ich habe jetzt eine Geschichte zu lesen angefangen. Und ich bin ein bisschen verärgert, dass ich sie nicht vorher in der Hand gehabt habe, bevor ich da reinkam. Die heißt der Kutterer. Und von wem? Von Bernhard. Von Thomas Bernhard. Da wird beschrieben, wie einer im Gefängnis ist, der Kutterer, und Angst davor hat, rauszukommen. Er hat Angst vor dem Tag, von dem er genau weiß, dass der Rhythmus, in dem er sich bewegt, die Gedanken, die er darin denken kann, nicht mehr kommen wird. Dass er zu seiner Frau und zu seinen Kindern zurück muss, dass er nicht mehr das tun kann, was er immer getan hat im Gefängnis, nämlich sich in der Nacht hingesetzt, sein Notizbuch genommen und im Dunkeln, er hat sich ganz langsam an die Dunkelheit gewöhnt, Gedanken, wie er sagt, niedergeschrieben hat. Einfache Gedanken, die ihm so in den Kopf kamen. Das heißt, während andere träumten, hat er Gedanken niedergeschrieben. Jedes Ding und jede Bewegung, die ihm widerfahren ist,
in seinem abgeschlossenen Leben, in dieser Zeit, wo er wusste, dass er sie nicht verlassen kann, dass sie nicht auswechselbar ist, hat er niedergeschrieben. Die anderen haben das missbilligt, schweigend, haben ein bisschen verlacht, aber zugleich war die Tätigkeit, die er ausübte, so absonderlich und fremd für alle, dass sie eine gewisse Scheu hatten, ihn anzugreifen. Er seinerseits hat die anderen auch nie angegriffen. Er war korrekt, in einem für viele sehr üblen Sinn. Er hat nicht sich aufgelehnt, er war aber auch nicht bieder. Er hat immer ganz knappe Antworten gegeben, wie, ja, ja, ist schon gut, ja, ja, ich weiß. Mehr hat er kaum gesagt und nur seine Gedanken niedergeschrieben. Dann hat er von der Mathematik gesprochen, dass ihm das etwas geworden wäre in der Zeit, in der er im Gefängnis ist, die ganz klar ist, eine Ordnung in der Ordnung, mit der er umgehen kann und in der er sich bewegen kann. Hast du eine Katze hier? Das ist nebenan auf dem Balkon. Also. Der Kutterer, das weiß man, wenn man das liest. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber man kann sich das sehr gut vorstellen. Das ist eine Erzählung, die ganz schrecklich enden wird. Vielleicht wird gar nicht mehr darüber berichtet, was geschieht, wenn er rauskommt. Sondern allein dieses schreckliche Glück, das ihm geboten wurde, jede Nacht schreiben zu können. Am Schluss hat er sogar so weit gebracht, den anderen davon erzählen zu können. Und die haben ihn dann gebeten, auch was vorzulesen aus dem Buch, diesen Notizbüchern. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende lesen werde. Man kann sich wirklich vorstellen, dass so mit jeder Zeile kommt das näher, wie das enden wird. Das muss nicht der Tod sein, sondern fällt mir ein ganz blöder Witz an. Den muss ich erzählen, das ist unheimlich blöd. Was denn? Naja. Hat mir im Gefängnis so ein Spinner erzählt. Da gehen zwei Laubfrösche auf der Landstraße. Hintereinander, auf der rechten Seite. Und dann dreht sich der hintere rum und schreit nach vorne, dreht sich wieder rum. Pass auf, da kommt ein Last. Sehr komisch. Ja. Ich habe wahnsinnig gelacht drüber. Ich finde jetzt nicht mehr so komisch.
swing, pounced upon its prey. And all the skies, so brilliant blue, turned suddenly to gray. The cherished things are perishing and buried in their tomb. There is no hope, no reasoning, this rainy day in June. Everybody felt the rain. Everybody felt the rain. Its wrinkled hand and snatched the butterfly. The elves and gnomes were hunched in fear, too terrified to cry. The reckoning was beckoning. Fragte, ob sie Lust hätte, ins Kino zu gehen. Sie antwortete, ich könnte unter der Nummer 11512 das Kinoprogramm erfahren. Die Stimme der Ansagerin wäre ganz schrill und hektisch. Sie würde regelrecht schreien. Jetzt kommt Musik. Jetzt würde sie eine Platte ankündigen. Wörtlich etwas Musik. Willst du es hören, die Musik? Thank you.
nahezu doppelt so hoch wie die der Protestanten. Dennoch. Wenn man eine Offensive der Entkrampfung will, dann muss man auch die dafür erfüllen. Hallo? Blue? Blue? Vermittlung? Sie sagte in der Zeitung, wären Fotos aus allen deutschen Großstädten, wie in den Hauptgeschäftsstraßen Schnee wegräumen würde. Hamburg, Frankfurt, München, Berlin. Auf dem Foto vom Kuhdamm wäre jemand, der mir sehr ähnlich sähe. Ich sagte, was war das? Zeig mal. Das bin ich tatsächlich. Ich war doch gestern nach dem Schneesturm auf dem Kurfürstendamm. Da werden die wohl bald da sein. Die erkennen mich sicher auf dem Bild. Werden sie wohl bald da sein? Ich gehe am besten ins Ausland, nach Amerika. Ich sagte, ich habe richtig Lust, nach Amerika zu fahren. Ich rufe gleich bei Pan American an. Ja, guten Tag. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen. Ich möchte in den nächsten Tagen sehr bald nach New York fliegen. Gibt es da irgendwelche Formalitäten zu erledigen?
Visum. Und wie bekommt man das? Goedemiddag, heb ik Amsterdam aan de lijn? Spreek je met mijn vrouw Bijleveld? Ich sagte, ich fliege noch heute Abend. Mit New York, das klappt nicht. Mit dem Impfen und dem Visum, das dauert mir zu lange. Ich müsste noch mindestens 2 Wochen hier bleiben und das ist mir zu riskant. Sie fragte, wohin ich denn fliegen würde. Ich sagte, nach Amsterdam, über Düsseldorf. Da bin ich dann heute Nacht noch da. Das Taxi steht noch unten. Ich habe mir eine Brille gekauft. Mhm.
gefällt die dir?